Willkommen zurück, Freunde, zu Devil May Cry. Wir laden mal unsere Datei und schauen mal, was so abgeht. Auftrag 3, Zerstörer der Leidenschaft. Bestehen Sie diesen Test und verdienen Sie sich den Stolz des Löwen. Schauen wir mal, was wir weiter aufpowern können. Lebenskraftstern, Senderstein, der Kräfte wiederbelebt. Das wäre vielleicht angeboten. Was kostet der denn? Sie können keinen weiteren Gegenstand dieser Art. Ah, wir haben davon welche. Oder weil wir voll Energie haben? Ich weiß es nicht. Ansonsten können wir hier auch, so wie es aussieht, unser Schwert aufleveln. Das würde ich gerne machen. Alles andere noch nicht möglich. Und ansonsten haben wir auch keine Kohle dafür. Das sollte soweit passen. Ich würde sagen, beginnen wir den Test. Gruseliger Raum. Alles so lebendig und rar. Bin ich kein Fan von. Was ist das? Hier steht etwas geschrieben. Den Stolz des Löwen erhalten nur jene, die den beschwerlichen Weg gehen. Okay. Also so ein bisschen rumgefeite. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber ja, das habe ich ja sowieso gedacht, ne? Dass man irgendwie vor dem Löwen nachher ein bisschen kämpfen muss. Und dann kommt da was bei rum. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, man schätzt nur, ne? Gib mir erstmal die roten Kugeln. Die habe ich mir verdient. Ist das hier irgendwie was? Das Symbol ähnelt dem Hermesstab, der in der hohen Kunst der Alchemie verwendet wird. Ich fühle eine rätselhafte Macht in mir, die ich aber noch nicht ganz verstehe. Ah ja. Hier steht, gehe den Weg zurück und du wirst mit deinem Löwenherzen aus der unendlichen Tiefe zurückkehren und den Stolz des Löwen mit dir tragen. Okay, also kriege ich jetzt hier auf den Sack, ja? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Hey Arschloch, jetzt ist der Moment. Ist auf dem Sack. Ja, offenkundig. Unterwasserpassage. Nicht dein Ernst, aber scheint tatsächlich egal zu sein. Okay. Und unter Wasser ein Fight. Und es sieht so aus, als würden wir die ganze Zeit Energie verlieren, oder? Kann das sein? Frage, wie viele Runden wird es denn hier geben unter Wasser? Oh, geil, Leben. Das war's schon? Das war's schon? Laber nicht. Als ob es das schon war. Und dafür, das war damit was? Damit musste ich dem Löwen beweisen, okay? Das war ja... Das war okay. Konnte man machen. Stolz des Löwen. Ein Zeichen der Stärke. Unverzichtbar, wenn man dem Hüter des Löwentores entgegentritt. Okay. Okay, das ist schon eher das, womit ich gerechnet habe, irgendwie. Können wir den überhaupt... Können wir den hier mit treffen? Der schießt! Oh Mann, okay, ich konnte nicht ausweichen. Hilfe! Scheiße, Mann! Was muss ich denn machen?
Was ist hier meine Aufgabe? Wie? Wow, Kamera. Kamera, bitte. Oh mein Gott. 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 Und ich wurde schon wieder mega getroffen. Ne? Und nochmal. Ich würde fast sagen, das schaffe ich nicht. Ich habe mir ja gar nichts abgezogen. Okay, und wir haben offenkundig 4 Leben durch die gelben Kugeln. Ist aber auch doof, wenn wir die jetzt irgendwie beim ersten Boss alle verbrauchen, oder? Bin das nur ich, der der Meinung ist, oder noch jemand? Kommt mir nicht so unbedingt clever vor. Nein, 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 nein! Ich konnte auch gar nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Kann man denn hier irgendwie mal was... Oh, das war... Ja, doch, das war gut. Würde ich schon sagen. Nein. Nein, 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 Mann. Oh, ich wollte gerade ausweichen. Wow. Gerade just in dieser Sekunde dachte ich mir. Wow, 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 wow. Okay, das war aber deutlich besser. Das können wir auf jeden Fall an dieser Stelle sagen. Es war deutlich, deutlich besser. Nur der letzte Schliff fehlte. Die Frage ist, reicht es jetzt für den letzten Schliff? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Der erscheint mir doch ein bisschen schwierig. Aber... Ansonsten, wieder an die Profis, die das hier jetzt sehen. Was? Könnte man besser machen? Oder war ich schon perfekt? Kann ja auch sein, dass die Profis direkt sagen, ja, Bolo, nee, das war geil. Geil gemacht. Kann ich den vielleicht auch von hinten angreifen? Okay, das ist in Ordnung, wenn er mich da so nicht treffen kann. Das wiederum ist... super scheiße. Oh, das ist halt... Ich weiß halt auch nicht wirklich, wie ich ihm... Oh, von oben... Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kurz davor zu sagen, ey, ich muss mal eben in ein Video gucken, wie denn jemand anderes besiegt. Um eine Ahnung zu haben. Ist halt echt gerade so das Ding. Ich überlege. Ich werde gleich Game Over gehen. Dann werde ich hier wieder hinspielen müssen, nehme ich an. Dann gucke ich, glaube ich, vorher mal in ein Video. Vielleicht die Maßnahme hier. Dreh dich um. Ja, das kommt doch immer so... Und das habe ich jetzt zum Beispiel schon wieder total verkackt. So komplett. Ja, da kam ich nicht mehr rechtzeitig weg. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon wieder so ein verlorener Versuch. So komplett verloren.
Oh mein Gott. Fuck my life. Vor allem, weil die eine Attacke, die so aus dem Boden kommt, die würde halt gleich sowieso wieder so fucking plötzlich passieren. Und da wüsste ich dann sowieso nicht, was zu tun ist. Das ist auch ein großes Problem. Okay, die letzte gelbe Kugel. Oh mein Gott. Wir hatten keinen Versuch, der dicht dran war. Ich nehme auch nicht an, dass der nächste Versuch dicht dran sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich doch liebend gerne eines Besseren belehren. Ne? So ist es. So ist es nicht. Kacke. Okay, wenn er den Kopf so runter macht. Vergiss es. Vergiss es. Jetzt habe ich auch alles getroffen. Das war jetzt wieder ein bisschen lucky, dass er mich das eine Mal nicht erwischt hat, aber dafür alle anderen Male. Ja, okay. Ich würde sagen, ich gucke mir mal einmal diesen Bosskampf an, um mir so ein bisschen Input zu holen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es schaffe. So, Leute, der neue Versuch. Ich habe mir das jetzt angesehen. Und weiß ich nicht, ich habe jetzt eine extra blaue Kugel vorhin gekauft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Energie habe als vorher. Ich würde halt fast sagen, ja, habe ich. Und da, wo ich es gesehen habe, ja, der Kampf einfach, weiß ich nicht, gefühlt 10 Sekunden gedauert. Weil er den einfach eben schnell weggeranzt hat. Ich würde sagen, der hatte Glück. Tatsächlich. Würde ich dies behaupten. Ist die Frage, ob ich halt auch so ein Glück habe. Und ich sage euch, nein, habe ich nicht. Oder der hat das auf leicht gespielt. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Das ist vielleicht eine Maßnahme gewesen. Wir spielen hier natürlich auch normal. Knallhart, wie wir sind. Was ein Fake, Mann. Was ein Fake. Ich schaffe es nicht. Das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht so schnell. Bin ich denn wirklich so scheiße? Das ist. Ich raff das nicht. Kann ich denn irgendwas. Senderstein, der ihre Kräfte wiederbelebt. Den versuche ich gleich mal zu benutzen. Den Lebenskraftstein. Wenn mir die Energie ausgeht, vielleicht kann ich den ja wirklich gleich benutzen. Und dann, ja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Aber ich komme auch nicht rechtzeitig weg oder so. Das ist halt dann auch so ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich schneller wegkommen. Aber ich mag mich täuschen. Weil ich halt sagen würde, jetzt gerade guter Versuch. Guter Versuch zumindest bis zum gewissen Punkt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh baby. Wir haben's. Jetzt war es eigentlich relativ einfach. Aber warum war es jetzt so einfach? Man weiß es nicht. Boah, gibt auf jeden Fall massiv viele Kugeln. Das ist gut. Weil die brauchen wir auch dringend. Um uns irgendwas zu kaufen. Auftrag erfüllt. Naja. Naja, was kriege ich für einen Rang? C. Fakt ist halt auch, dass ich eigentlich 7000 Versuche gebraucht habe. Aber hey, ne, das tut jetzt nichts zur Sache.
Ist in Ordnung. Liebe Freunde, damit war das eine etwas kürzere Mission. Wir sehen uns aber nichtsdestotrotz im nächsten Part weiter, wenn Auftrag 4 ansteht. Bis dann und ciao.